Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smartmarkt Edition. Ja, wir waren letztes Mal im Blütenburgwald. An dieser kleinen Stelle. Der Blick von dem ist gruselig. Diese zwei kleinen Pixel. Egal. Ein bisschen wieder unser Traceler Shane Trainieren. Renny gegen Pfiffchen. Kämpfen. Trasler war Level 7. Yay. Und kann jetzt ja Konfusion. Es hat kein... Stimmt, das Teil ist Unlicht. Nein. Unlicht. Was sie sich nur dabei gedacht haben, einen Pokémon-Typ zu erfinden, der Unlicht heißt. Trasler, genug, komm zurück. Los, Flammi. Pfiffchen setzt Tackle ein. Und der hat ja vorher noch seinen Angriff erhöht. Um einen ganzen KP hat er sich gesteigert im Schaden. Hammer. Ha. Erstmal kurz hier aus dem Gras raus, was klotzen. Beutel. Trank wollte ich nämlich mal benutzen für unser Trasler. Hätte ich eigentlich auch eine Sinnelbeere nehmen können, weil das war gerade eben Verschwendung. Verschwenderisch. Really? Oh, okay, das ist gut. Panikon, davon habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ich das Vieh hatte. Daraus kommt ja dann Pudoksch. Pudoksch. Expidermis. Klingt irgendwie nach einer Krankheit. Expidermis. Oh. Härtner. Eine der schlimmsten Attacken, die sie sich ausgedacht haben. Oha, das stimmt. Oh, gut. Muss kurz das nachschauen. Berichte mal drüber. Ich weiß immer nicht, ob es ein Spezial oder eine normale Attacke ist. Na gut. Das müsste jetzt reichen. Hallo. Was hast du? Was willst du? Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nichts Fälliges, ein Pokémon namens Knilz hier gesehen. Ach ja, das. Ich liebe dieses Pokémon. Ich hol mir das übrigens. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen. Aber du trödelst wohl ewig im Blütenwald herum. Das Warten macht mich ganz krank. Also hier bin ich. Oh mein Gott. Hey du, Forscher von Defon. Gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Huch, was machst du da eigentlich? Was? Du schützt ihn? Nein, mach ich nicht. Lass mich in Ruhe. Jemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand! Los, kämpf gegen mich. Aha. Ey, schöne Animation. Ich mag Team Magma ja mehr. Die haben wenigstens schöne Kapuzen. Ja, klasse. Gerade das Vieh, das dem ich keinen Schaden machen kann mit Trasler. Alter. Puh. Schlammi, Pfiffchen setzt Jauler ein. Wieso setzt die Viecher eigentlich immer Jauler ein? Ich bin müde. Schon wieder. Obwohl es gerade erst um 3 ist. Nee, oder? Ah, ich hab Dreck in den Augen. Ha. Ha. Tot. Was mir übrigens wieder aufgefallen ist, ihr guckt euch immer die ersten Folgen an von den Let's Plays, die wir machen, und die nächsten gar nicht. Warum? Ja. 180 Pocket Dollar. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Das würde ich jetzt zu gerne sagen, aber ich habe kein Pokémon mehr. Cool. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metro City. Heute lasse ich dich gehen. Das müsste ich eigentlich sagen. Das war aber knapp.
Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht glauben. Nicht. Ich weiß, gibt dir diesen Superball als irgendwas, was ich nicht mitlese. Hat dieser Schuft von dem Aqua nicht gesagt, dass sie irgendetwas in Metaverse City erledigen wollen? Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Nein, bleib hier. Ich mag dich nicht. Bist du ein Trainer? Hey, du, geht es deinen Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind, kämpfe von meinen Mützen, solltest du dich vom hohen Gras fernhalten. So, ich halte mich jetzt von dem Gras hier fern. Ich muss da durch. Alter! Als ob sie es wollen. Oh. Bummels. Bummels. Ich wiederhole es nochmal. Bummels. Schnarchnase. Cool. Das ist jetzt sehr verlockend, ob ich mir das Teil kaufen. Fangen soll. Trassler faulenzt. Bummels faulenzt. Cool. Das macht nicht wenig Schaden. Oh, fangen oder nicht fangen? Das ist hier die Frage. Lass mich bitte kurz überlegen, ich cutte. Nach einer 20-minütigen Überlegung habe ich meine Entscheidung getroffen. Ihr werdet es mit meiner nächsten Tätigkeit erfahren. Ich werde es nicht fangen. Besonders, weil jede zweite Runde die ist viel faulenzt. Das Gegner Pokémon zwar auch, aber das ist einfach nur nervig. Außerdem erlernt die Endentwicklung Letter King, wegen dem ich das höchstens gefangen hätte, keine so guten Attacken. Jetzt wäre es aber keine Verschwendung, meinen Trank einzusetzen. Tassla! Das wird so wenig KP, das ist... Schwalbini! Ich will kein Schwalbini fangen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so überlegt habe. Hallo? Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Muss ich morgen mal ausprobieren. Ich habe zwar Ferien, aber muss ich morgen mal ausprobieren. Nen Kader. Ja komm, klotz mich mit deinen grünen Augen so bescheuert an. Verkettenauge. Was habe ich gesagt? Sagen dafür, dass Trassler nicht wirklich so die besten Werte hat, macht das relativ viel Damage. Konfusion. Let's go, my friend. Trassler. Ah, Trassler ist my friend. My friend. Wird es das Pokémon? Wird es das Pokémon wegsehen? Ich nenne mich jetzt schon S. Cool. Käfer sind wir Gernot. Ich bin der Gernot. Was kann ich für sie tun? Ich habe natürlich wieder nicht auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Also wann, weiß ich ja nicht, wann wir aufhören müssen. Ja, müssen. Ja, ich will mir nämlich einen Burger holen. Und den esse ich nicht während der Aufnahme. Ich habe nämlich Hunger. Oh. Mein Magen knurrt. Wenn ich verliere, habe ich jetzt nicht weitergelesen. Deine Mom hat Äther gefunden. Äther. Packt Äther in die Itemtasche. Kann man immer mal gebrauchen. Hallo, me. Oh, Route 104. Ah, genau, hier waren nämlich ganz viele Pokémon-Kämpfer. Ich erinnere mich. Aber die will ich nachher machen. Erstmal muss ich ins Pokécenter. Okay. Hier war jetzt gleich ein Doppelkampf. Bitte nicht. Okay, den kann ich nicht ausweichen. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. Was hattet ihr? Ihr hattet Samurzel und... mir fällt gerade nicht der Name ein. Oh, Kapalochis ist der Endentwicklung. Hat man auch. Unser Badewanne war so ein Teil. Lotwurzel, genau. Trassler und Schlammi. Okay, Teamwork pur. Du, Konfusion auf...
habe gerade irgendwie... Ich gerade konfus. Oh, ich hätte es jetzt fast auf Schlamier gesetzt. Und du, Lehmschuss. Lehmschuss. Oh, nicht sehr effektiv. Cool. Trotzdem tot. Wow, schon Level 6 sind die beiden. Hammer. Los geht's, Trassler. Konfusion. Nicht schlecht. Na gut, ein Volltreffer. Trotzdem. Nicht schlecht. Yay. Wir haben zusammen gekämpft und auch zusammen verloren. Links, du hast gewonnen. Links, du hast verloren. Hier war der Angler-Depp. War hier nicht noch irgendein Trainerkampf? Ach, nee. Ah, nee. Ich mache so Prinzen nicht wie in den anderen Let's Plays, dass ich zuerst durch alle Häuser durchlatsche und jeden Deppen frage, den ich sehe, ob er mir ein Item schenken kann. Ich mache sowas eigentlich nicht so gerne. Na? Ein Pokémon verändert sein Aussehen? Wenn es das tun würde, wäre ich zu Tode erschrocken. Wenn ein Pokémon Erfahrungen im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass irgendwann sein Aussehen verändert. Ach so, muss ich das jetzt lesen. Ein Pokémon verändert sein Aussehen? Wenn ich das tun würde, würde mich... Da wäre ich zu Tode erschrocken. Ja, ja. Schau mein Schlamm an, es hat sich entwickelt. Und ich mag es immer noch. Pocke-Hasserin. So, Angler. Ich kämpfe jetzt gegen dich. Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht? Doch, klar kenne ich dich. Du warst doch letztens bei dem Harzer Sender dieses RTL-Teil zu sehen. Dokumentation. Das Leben des Wasser-Pokémon-Experten. Er fängt nur zu gern Feuer-Pokémon. Das wäre jetzt schön, wenn man das gehört hätte. Ich hab man's auch gehört. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist einfach nur zu mächtig. Ich frage mich, was bringt Platscher? Den Entwickler muss doch dabei langweilig gewesen sein. Überhaupt bei Carpador. Mit dem Vieh ist doch nicht los. Tot. Na gut, zum Sterben ist es gemacht. Er ist geboren, um zu sterben. Mit den Wundern jener Zeit. Noch ein Carpador. Ich weiß übrigens, wann sich unser Trassler entwickelt. Auf Level 20. Ach ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Nein. Angler Angelo. Spinder Angler Angelo. Die nächste Arena ist eigentlich eher was für... Also die erste jetzt hier ist eher was für unser Schlangen. Deshalb will ich hauptsächlich jetzt erstmal Trassler hier trainieren. Nice. Noch ein Carpador. Also irgendwie komme ich in den Aufnahmen hier nicht so wirklich voran, habe ich das Gefühl. Und noch einmal. Konfusion bitte. Confused. Alter. Kann das keine anderen Attacken? Sollst du halt flüchten? Ach, geht ja nicht. Bist du dumm dazu? Wie flüchtet man? Ist jetzt Platscher ein zur Flucht? Angler Angelo, ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber ach Mist. Ich bin Angelo, ich habe Wasser-Pokémon. Oh mein Gott, unser schönes Spiegelbild. Mal fett, mal dünn. Fett, dünn, fett, dünn, fett, dünn, fett, dünn. Lustig. Na? Oh, den Busen haben sie aber schön verpixelt. Also so schön pixelig herausgehoben. Ist irgendwie unnatürlich, mit diesen Händen so abstehend da zu stehen. Ja, da tun meine Hände ein bisschen weh. Hm, pixelig. Hallo, Turzel. Was ich mich immer bei diesen Görn frage, wo ist diese Hand, die die da immer hinterm Körper halten? Das müsste ich nachher mal angucken, wenn der Kampf vorbei ist. Nein. Kein Volltreffer. Nicht gut. Wie viel Schaden macht's? 7. Okay.
Also das würde ich jetzt hier schon noch mit Trassler beenden, diesen Kampf. Warte mal. Konnte ich als erstes angreifen? Ich glaube. YOLO. Ah ja, gut, konnte ich. Boah, ich habe sie nicht jetzt schon wieder vergessen gehabt. An Initiative hatte ich nämlich gerade gar nicht gedacht. Ich ergreife keine Initiative. Das mache ich jetzt ehrlich gesagt richtig, richtig ungern. Dass ich das wechseln muss. Weil Knilz ist so ein schönes kleines Opfer. Schaut sich doch... Ach ja, ich werde mir eins fangen. Mache ich das jetzt noch? Ich mag Kapels, die Weiterentwicklung, das muss ich sagen. Aber ob ich mir das hole? Das ist nicht nett, die Entscheidung. Warte, ich muss kurz mein Traumteam, nicht Traumteam, aber mein Team, das ich hier so bekommen will, muss ich kurz durchgehen. Eins. Zwei Plätze wären jetzt noch frei. Ach nee. Einer. Ah ja, hier schaut euch mal die Hand an, die hintere. Wo die nur ist. Ja. Ah, ich muss jetzt gerade, das ist jetzt echt hart, diese Überlegung. Was ist das für eine Musik? Ah. Toll. Also ein Platz wäre noch frei. Pflanzen-Pokémon wäre da sogar gar nicht so schlecht. Das Problem allerdings ist... Ach, ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Ja, ich habe da zwei schwache Pokémon im Team, habe ich euch ja letztes Mal schon gesagt. Ich weiß halt nicht, welches dann zuerst trainieren soll. Ist dann zuerst trainieren soll. Ja, so viel Geld, da holt er sich gleich meine Top-Genesung. Das ist eine schwere Entscheidung, welches Pokémon ich mir noch ins Team hole. Zu schwer. Alter, hat die Top-Genesung jetzt was gebracht. Verschwendetes Geld. Warum konnte ich nicht gewinnen? Die Hand. Und der Blick. Perfekt, Pedoblick. Na, kämpfst du noch? Ich liebe es, meinen Mund voller Saatkörner zu nehmen und sie dann in hohem Bogen auszuspucken. Aha. Du kannst dies ja haben. Versuch es einmal. Wende es an ein Pokémon an und es wird lernen, schneller Folge Saatkörner auszuspucken. Boah, ich frag was das ist. Es ist Kugelsaat. Kugelsaat. Zwei Sinnelbeeren. Möchtest du die Sinnelbeeren pflücken? Ja. Deine Mom pflückt die zwei Sinnelbeeren. In die Bärentasche. Der Boden ist wieder weich und lehmig. Lämmig. Noch einen Kampf. Dann höre ich auf, weil dann ist Trassler Level 10. Dann müssen wir wieder Aufnahme beenden. Oh, es ist so schwer, ich weiß. Ja, geil. Gerade in dem, wo es... Schild. Wieso gerade Schwal... Bini? Hol ich mir einen Schwalbini ins Team? Ist doch, was ich muss, ich brauche eh dann irgendwann ein Pokémon, das Flug kann. Ob ich es jetzt ins Team nehme oder nicht. Ich brauche dann irgendeins zum Fliegen. Alter. Nee, jetzt hast du das verkackt mit mir. Ich fange mir irgendwann später eins. Tschüss. Die. So. Also das letzte Pokémon, das ich mir fangen muss ich mal noch überlegen. Wenn das nächste Pokémon, das ich finde, ein Knilz ist, fange ich es. Ich nehme vielleicht doch ein Knilz. Weil das Vieh kann dann auch noch eine Kampfattacke erlernen. Fifieren. Fifieren will ich ehrlich gesagt nicht haben. Habe ich auch schon dran gedacht.
Hier ist gerade ein Haar vor meinem Auge, das nervt mich. Transafiert durch Einsatz von Angsthase? Hä? Oh. Ich glaube, ich habe langsam was gemerkt. Dieses, was, es erkennt ja hier immer die Attacken des Gegners, also die Fähigkeiten. Und ich glaube, die überträgt sie dann auf sich. Deshalb hat das nämlich auch vorhin bei Bummels die ganze Zeit so gefaulenzt. Ach so ist das. Ah. So. Okay. Noch einmal versucht, dann muss ich echt mal hier Aufnahme beenden. Ich will eigentlich nur Knetze haben, sonst nicht. Ah, Vivien. Ich weiß gar nicht, ob es die Viecher hier drin gibt in diesem Wald. Müsste es aber eigentlich. So, und jetzt kann ich nämlich Angsthase benutzen. Hier flieht durch Einsatz von Angsthase. Obwohl es die Fähigkeit von Pfiffchen ist. Okay, dann war's das. Ich lese mal das schöne Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkten müsste jetzt ein Pokémon noch Angriffspunkte. Oh, cool. Egal. Okay, dann war's das jetzt. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Oh, genau, 2 Stunden schon gespielt. Dann verabschieden wir uns. Und sagen jetzt Tschüss.